Ja, und bei mir ist jetzt der Präsident von Liebherr GAK, Peter Svetic, und der Sportdirektor von Rapid, Ernst Dokobil. Ich begrüße beide sehr herzlich. Jetzt natürlich gleich im Anschluss die Frage, was kann man machen, dass international der österreichische Fußball auch in Sache Finanzen mithalten kann? Es ist natürlich absolut erforderlich, dass wir neue Geldmittel erschließen. Es ist absolut erforderlich auch, dass wir aus dem TV-Bereich viel, viel mehr Geld bekommen werden. Und in absehbarer Zeit werden sicher alle Vereine in Kapitalgesellschaften umgegründet werden. Wir haben ja schon den Schritt einmal wagen wollen bei einer Generalversammlung. Da war ja nur das Problem, dass Altpräsident Fischl damals das hundertprozentige Vorkaufsrecht wollte. Daran ist es letztendlich gescheitert. Aber ich werde bemüht sein, vielleicht in den nächsten 6 bis 8 Monaten diesen Schritt eben zu vollziehen. Wie hoch kann diese Steigerung sein, eine Verdoppelung des Budgets? Nein, Liebherr GAK hat ja sein Budget jetzt von 50 auf 90 Millionen Schilling erhöht, aber das ist natürlich alles zu wenig. In Österreich brauchen wir Budgets jenseits der 200-300-Millionen-Grenze, um nur annähernd international mitspielen zu können. Ernst Dokobil, sehen Sie das ähnlich? Ja, an und für sich ist es ein Bereich, in dem ich eigentlich nicht zuständig bin. Aber natürlich, so wie er sagt, um international mitspielen zu können, müssen wir unser Budget erhöhen. Mit welchen Mitteln, das ist die Frage. Ich bin auch ein bisschen skeptisch mit der Umfrage, wie sie die Gehaltskosten in Österreich erhoben haben, würde mich schon interessieren. Aber es ist natürlich so, dass jede Steigerung des Einkommens sich auch auf den Erfolg auswirkt. Und je mehr wir da irgendwo lukrieren können, umso besser ist es für uns. Sie haben ja da auch Visionen entwickelt. Sie haben an die Möglichkeit gedacht, Frank Stronach als Präsident zu Rapid zu holen, um eine neue Geldquelle auszuschöpfen. Haben Sie auch noch andere Überlegungen? Nein, ich muss das einmal richtig stellen. Ich habe nicht Frank Stronach als Präsident zu Rapid holen wollen, sondern als Investor. Da steht die Tür immer noch offen. Das ist eben die Frage, wie der Verein entscheidet und wie Frank Stronach entscheidet. An und für sich mit Sponsoren ist es ja sehr leicht, das Budget zu erhöhen. Nur muss man welche finden. Kommen wir also jetzt zum Spiel des Tages zwischen Liebherr GAK und Rapid. Das erste Spiel hat ja, so wie ich schon angekündigt habe, sehr viele Emotionen geweckt. Danach gab es ein lautstarkes Nachspiel. Präsident Svetic hat also seinen Unmut über Schiedsrichter Schüttengruber lautstark kundgetan. Es wurden einige Spieler gesperrt. Hat sich die Lage jetzt wieder beruhigt? Peter Svetic, ich habe gehört, Sie haben sich bei Schiedsrichter Schüttengruber entschuldigt. Entschuldigt habe ich mich für das Nachspiel nach den 90 Minuten, für die Entgleisung in der Kabine. Aber zum Inhalt selber, dazu bin ich gestanden. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass das Spiel eben durch einen Regelbruch maßgebend beeinflusst wurde. Und ja, wir haben die Konsequenzen jetzt eben tragen müssen. Wir spielen heute mit dem allerletzten Aufgebot. Wir haben ja 3 gesperrte Spieler. Und wir werden sehen, was die jungen Spieler, die jetzt neu in die Mannschaft wachsen, eben machen werden. Ernst Dokobil, glauben Sie, dass sich die Emotionen über eine Woche fortpflanzen, dass sie weiter aufgeschaukelt werden? Naja, es ist so, dass wir in diesen Emotionen eigentlich nicht verwickelt waren. Es war ein reines Problem zwischen dem GAK und dem Schiedsrichter. Wobei ich sagen muss, dass der GAK hundertprozentig Unrecht gehabt hat. Und ich glaube nicht, dass die Mannschaft untereinander ein Problem miteinander haben, denn es war ein normales Spiel und das wird es auch heute sein. Divergierende Meinungen der beiden Interviewpartner. Schauen wir uns einmal an, was sich wirklich da vor einer Woche abgespielt hat. Zu Beginn läuft es für den GAK in der Tat genau nach Plan. Nach einem Eckball von Ramusch gelingt Toni Ehmann in Minute 29 der 1:0-Führungstreffer. Der GAK bis dahin die klar bessere Mannschaft, Rapid hingegen harmlos, ohne Konzept. Doch Heribert Weber reagiert und bringt nach der Pause Dejan Savicevic. Mit dem Montenegriner findet Rapid plötzlich ins Spiel und auf die Siegerstraße. Savicevic bedient René Wagner und der stellt in der 48. Minute den Gleichstand her. Danach wird Schiedsrichter Schüttengruber zum deklarierten Grazer Feindbild. Zunächst sieht Kulowitz nach einer Attacke an Florian Schwarz die gelb-rote Karte. Der Linienrichter allerdings, links oben im Bild, zeigt schon vorher eine Abseitsstellung eines Rapid-Spielers an.
Also da verstehe ich nicht mehr, wie man so ein Schiedsrichter gespannt ansetzen kann. Wenn sie überfordert sind, dann muss man sich was anderes einfallen lassen. GAK-Co-Trainer Hörgl hält es nicht mehr auf der Trainerbank. Er wird auf die Tribüne verbannt. Ich bin es leid, über die Schiedsrichter zu schimpfen. Normal spielt man Fußball 11 gegen 11 am Platz. Aber wenn man so beschissen wird, auf Deutsch gesagt, dann macht es keinen Spaß mehr. In den Grazer Ärger platzt ein grün-weißer Torjubel. 88. Spielminute, Flanke von Wimmer. Lipa und Eman Patzen und Thomas Zingler fixiert den 2:1-Erfolg für Rapid. Es tut mir leid für Rapid, dass sie die Schiedsrichter brauchen, um uns zu besiegen. Und es soll letztlich noch dicker kommen für den GRK. Jürgen Hartmann sieht nach einem klaren Foul an Penxer zum zweiten Mal gelb und damit rot. Schmerzhaft auch das Nachspiel. Didi Ramosch wird vom Strafsenat wegen Schiedsrichterbeleidigung nach dem Match für 2 Spiele gesperrt. Ja, kommen wir also zu den sportlichen Voraussetzungen bei diesem Spiel. Beide Mannschaften verzeichnen viele Ausfälle. Peter Svetic, klang Sie zunächst Ihr Leid? 3 gesperrte Spieler? Nein, überhaupt nicht. Wie gesagt, wir haben ja einen großen Kader. Wir müssen uns damit abfinden. Wir spielen ja schon seit März eigentlich mit einer dezimierten Mannschaft. Und ich gehe wirklich davon aus, dass die, die heute ihre Chance bekommen, es sind wieder neue Spieler in der Mannschaft, ihre Sache gut machen werden und eben das rechtfertigen, dass sie auch einen Vertrag bei Liebherr GRK bekommen haben. Ernst Dokobil bei Rapid. Ja, es passiert im Laufe des Jahres, im Laufe der Saison passiert es immer wieder, dass man einmal ins Geigeln kommt, dass man nicht genug Spieler hat, dass man einige Verletzte hat. Heute trifft es eben beide Mannschaften, somit sind die Chancen wieder so, wie sie vorher waren. Auch wenn es alle abstreiten oder beziehungsweise abschwächen, es wird heute das Spiel der Emotionen. Zu sehr ist noch die Partie vor 8 Tagen in Wien in den Köpfen der Mannschaften, zumindest in den Köpfen der GRK-Spieler. Viele, viele meinen, dass Rapid an diesem Tag nicht gewonnen hätte, ohne die Hilfe des Schiedsrichters, ohne die Hilfe von Schiedsrichter Schüttengruber. Wir wollen das nicht weiter werten, es sei dahingestellt. Auf jeden Fall will der GRK beweisen, dass der GRK auch ohne diese Hilfe gegen Rapid gewinnen kann. Und die erste Hälfte in Wien, die war auch wirklich seitens der GRK-Spieler schon sehr, sehr ansprechend. Da war GRK sicherlich sogar ein bisschen stärker als Rapid. Worum geht es heute für die beiden Mannschaften? Für Rapid geht es also erstens einmal darum, sich ein bisschen an die Fersen zu heften von Tirol. Tirol liegt nach dem gestrigen Spieltag 5 Punkte vor den Rapidlern. Ja, und der GRK, der muss sich doch nach hinten gegen den Abstieg absichern. Zurzeit liegt man an 8. Tabellenstelle. Doch also eher eine Enttäuschung bislang die Meisterschaft für den GRK. Wir haben schon gehört, beide Mannschaften mit einer langen, langen Ausfallliste. Schauen wir uns einmal die Namen in Ruhe an. Beim GRK fehlen einmal die gesperrten Kulowitz, Ramosch und Hartmann. Alle 3 aufgrund der Ausschlüsse vom vergangenen Samstag. Dazu verletzt noch Ammerhauser, Pamic, Pötscher, Akoto, Radelsbeck, Sieg und Tomic. Wir haben hier bereits die Aufstellung. Einmal im Tor, das ist klar. Rechts in der Viererkette in der Abwehr der junge Hübler, der auch gegen Klaksvik am vergangenen Donnerstag gespielt hat. Daneben Eman Nielsen, der Norweger, der mittlerweile immer stärker wird nach seiner doch 5-wöchigen Verletzungspause. Auf der linken Seite Lipa, standfest Tschech Alojzy Mitrovic, das Mittelfeld von GRK und in der Spitze Akwu Ekpu und Radovic und als Jolly Joker wartet Tutu auf der Bank. Hier sehen wir 2 der gesperrten Spieler, Hartmann und Ramosch. Ramosch wurde ja erst eigentlich nachträglich gesperrt, denn der Schüttengruber hat seinen Pass einbehalten nach dem Spiel am vergangenen Samstag. Und er wurde nachträglich also für 2 Spiele gesperrt wegen Schiedsrichterkritik. Hier haben wir die Rapid-Fans, wie immer Rapid natürlich mit einigen Schlachtenbummler zu einem Auswärtsmatch angereist. Rapid im Tor mit Ladislav Meyer, die Viererabwehrkette, also beide Mannschaften spielen mit einer Viererkette. Hatz, Schießwald, Schöttl, Sabo, der junge Slowake, der erst vor einer Woche gegen den GRK erstmals in der Kampfmannschaft in der Bundesliga gespielt hat. Sein Debüt hat er gefeiert, allerdings gegen Lavaletta. Dann Wimmer, Dove, Freund, Lakonikake ist das Mittelfeld. Savicevic, erstmals seit 31. Juli wieder von Beginn an mit dabei, seit dem Wiener Derby. Er spielt rechts, hängende Spitze. Und Wagner stimmt hier nicht natürlich. Wagner ist nicht dabei.
sondern das muss natürlich richtigerweise heißen Schwarz, Florian Schwarz, der junge Tiroler, spielt hier Sturmspitze. Wer fehlt also aller bei Rapid? Gesperrt ist keiner, angesprochen haben wir schon René Wagner. Dazu auch noch Wettel, Herauf, Penxer, die beide in einer Sommergrippe laborieren. Und natürlich der langzeitverletzte Ratajczyk. Penxer und der René Wagner sind übrigens heute Spionieren beim kommenden UEFA Cup Gegner bei Inter Pressburg. Mannschaften sind bereit. Hier sehen wir den Torhüter, der sehr gute Erinnerungen hat an den GAK, denn in der ersten Runde der vergangenen Saison hat er hier im Spiel gegen den GAK in seinem allerersten Spiel für Rapid gleich 2 Elfmeter gehalten. Sie erinnern sich vielleicht daran, Endstand war 1:1 und der Schiedsrichter der heutigen Partie, auf den sicherlich auch einiges zukommen wird, das ist Konrad Plautz, der Kärntner, 35 Jahre jung. Assistiert wird er von Walter Staudinger und Markus Freund. Schiedsrichter Plautz weiß ob seiner heiklen Aufgabe heute und er hat schon angekündigt, wenn es nötig wird, wird er sich von Anfang an versuchen, den Gehörigen den notwendigen Respekt zu verlangen. Er wird gleich ordentlich reinfahren, wird auch nicht scheuen, gleich zu Beginn die ein oder andere gelbe Karte zu zeigen, um ja nicht die Emotionen zu hoch kommen zu lassen. Hier also die Mannschaft des GRK, die Roten Teufel in den traditionellen roten Dressen. Das hören wir uns noch zu. Hören wir uns an, was dann der Schiedsrichter noch sagt bei den Mannschaften. Zunächst noch Shake Hands. Lakonikakis, Savicevic, Freund. Jens Dove, Wimmer. Pardon, das ist Dove. Und Schießwald. Schießwald, der trotz seines in Istanbul erlittenen Cuts heute mit dabei ist. Wir bleiben hier. Kapitän ist Alex Cech, der slowenische Nationalspieler. Il Genio wird er genannt. Das Genie wird sich zeigen, wie viele Genieblitze er heute dem Publikum und letztendlich natürlich auch Ihnen zu Hause, liebe Zuschauer, servieren wird. Vor einer Woche ist er zur Pause reingekommen gegen den GRK, hat ausgezeichnet gespielt. Am vergangenen Mittwoch allerdings in Istanbul hat er doch einiges zu wünschen übrig gelassen. Fit sollte er so ziemlich sein, ob er auch wirklich 90 Minuten durchhält. Auch das wird sich leisten. Ladislav Meyer. So, der Ehrenanstoß, der Ehrenankick wurde vorgenommen von einem Firmavertreter jener Firma, die die 9 Sitzbänke, Sitze bei der GAK Bank zur Verfügung gestellt haben. Wir werden die sicherlich dann noch im Laufe des Spiels sehen. Rapid hat Anstoß. Florian Schwarz steht am Ball, beim Ball und auch Lakonikakis und das Spiel hat begonnen. Schießwald. Freund. Anton Ehmann per Kopf zu seinem Torhüter, zu Franz Almer. Das war der junge Hübler. Tschech. Aloisi. Mitrovic, der ja auch einige Zeit lang verletzt war. Und das ist der Norweger, das ist Roger Nielsen,
auch er 5 Wochen lang außer Gefecht nach einer Arthroskopie. Also auf der rechten Seite beim GAK 2 ganz junge Spieler. Übler ist 20 Jahre alt und Standfest überhaupt erst 19 Jahre alt. Lipper. Mitrovic gegen Wimmer. Da spielt Freund und Helfer für Wimmer. Und Savicevic. Also einige Abspielfehler jetzt in den ersten Minuten auf beiden Seiten. Radovic. Begangen von Lagonikakis. Aber zum Glück steht er bereits. Ball von Michael Hatz. Das gibt natürlich Corner. Klaus Augenthaler. Aha, wird wiederholt. Akpo wollte hier mit dem Kopf verlängern. Und Foul von Mitrovic an Wimmer wird entschieden. Schauen wir uns das nochmals an. Da war schon ein bisschen der Ellbogen dabei. War aber nicht allzu schlimm. Herrlich gemacht von Savicevic auf Wimmer. Aber Lipper mit all seiner Routine hat er hier dem Schurli Wimmer den Ball abgejagt. Und wieder ein bisschen ein ungenaues Abspiel. Diesmal von Dmitrovic. Lagonikakis. Dove. Savicevic. Gegen 2 ist es selbst für ihn sehr schwer vorbeizukommen. Er hat die Klasse, das ist unbestritten. Ob er sie auch immer wirklich zeigen kann,
Das ist die Frage. Florian Schwarz, die einzige richtige Sturmspitze heute. Und das ist Toni Ehmann. Herbert Weber, der Steirer, auf der Betreuerbank von Rapid. Tschech, auf Aloisi gedacht. Beide Mannschaften stehen hier jetzt in den ersten 7-8 Minuten auch sehr gut. Deshalb ist es immer wieder nicht einmal so einfach, eine Anspielstation zu finden. Schnell abgespielt von Aloisi. Das war Szabo. Nielsen, der Norweger, 32-facher Internationaler, kam von Tottenham, wo er aber nur ein halbes Jahr gespielt hat, zuvor fast 5 Jahre lang bei Sheffield. Aloisi. Akwekpo. Und das ist der Otto Szabo, der Slowake. Schwarz ist da hängen geblieben. Der GRK wieder sofort abgespielt. Und Ladislav Meyer im Nachsetzen. Ich habe es Ihnen erzählt, hat gegen den GRK genau am 2. August 98 sein Debüt bei Rapid gefeiert und hat da gleich 12 Meter gehalten. Hat sich seit damals sicherlich zu einem der wichtigsten Spieler bei Rapid entwickelt. Lakonikakis, schön gemacht, durch die Beine von Tschech, wieder Lakonikakis, versucht der Doppelpass mit Florian Schwarz, aber daraus ist nichts geworden. Aber auch Rapid versucht jetzt das Spiel ein bisschen zu beschleunigen, mit schnellem, kurzem Direktspiel, die gegnerische Mannschaft zu überlaufen. Sie sehen, 10 Minuten gespielt. Spielstand 0:0.
Faulan Szabo. Der übrigens als 15-Jähriger mit seinem Vater von Dunajská Streda zu Rapid kam und gemeint hat, ich möchte unbedingt bei Rapid spielen, kann ich da mal ein Probetraining absolvieren. Das wurde ihm gestattet. Er gefiel, wollte aber noch die Schule fertig machen und ist dann quasi fast 2 Jahre lang jeden Tag 150 Kilometer nach Wien und 150 Kilometer retour gefahren. Das 2 Jahre lang. So groß war der Wunsch des Otto Szabo, Rapid zu spielen. Mittlerweile hat er die Schule absolviert und wohnt natürlich jetzt in Wien und hat sein Bundesliga-Debüt vor 8 Tagen eben gegen den GRK getan. Wichtig da für Rapid, dass der Harz den Ball noch mit dem Hinterkopf. Und Savicevic reklamiert, warum nicht genau zu mir? Nicht ganz zufrieden. Zufrieden war ja auch nicht mit einigen Kommentaren seitens der Journalisten, die gemeint haben, wer weiß, wie schlimm die Verletzung wirklich ist. Er war angeblich bitterböse, dass man ihm unterstellt hat, er laschiere ein wenig. Savicevic. Da wollte Florian Schwarz den Ball weiterlaufen lassen für Wimmer, aber Gerd Wimmer war doch zu weit hinten, hatte keine Möglichkeit, den Ball zu bekommen. Klaus Augenthaler, immer wieder heißt es, er hätte Angebote aus Deutschland, er selbst sagt immer, er liest es nur aus den Zeitungen. Bis 2001 hatte er noch einen laufenden Vertrag beim GRK. Foul von Hübler. Ist echt interessant, wenn Hübler nach vorne geht, bleibt standfest ein bisschen weiter hinten. Also die beiden auf der rechten Seite, die wechseln sich da ab. Schlechter Pass von Ehmann auf Standfest, der ja vermutlich das Europacup-Spiel bei Klaksvík sein Leben lang nicht vergessen wird, wo er nicht weniger als 3 Tore erzielt hat. Mitrovic. Auf Aloisi und der hat aber mit dem Ball nicht allzu viel anfangen können. Ross Aloisi, der Italo-Australier, der nach wie vor auf Engagement spielt, hat einen Kurzvertrag bis Ende September. Und angeblich sind zum heutigen Spiel seine Manager gekommen und möglicherweise wird sich vielleicht schon nach dem heutigen Spiel entscheiden, ob der GRK Ross Aloisi auch weiter verpflichtet. Ist auch eine Frage des Geldes. Mitrovic. Dove. Szabo. Savicevic. Auch er mit Abspielfehlern. Lipa, vor einer Woche hat er Libero gespielt gegen Rapid. Da ist der Klaus Augenthaler einmal abgegangen von der Viererkette. Der Grund einfach die Personalprobleme hatte, keinen für die rechte Seite, deshalb hat Lieper vergangenen Samstag gegen Rapid Libero gespielt.
Oliver Freund. Schüttel per Kopf. Nicht ungefährlich, der Querpass von Nielsen. Tschech. Akwekbu. Lipper, der immer wieder aufrückt. Aloisi. Und der Konter von Rapid. Über Dove. Hat aber da ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, den Ball sich mitzunehmen und verliert denselbigen an Aloisi. Lipa. Wieder Lipa. Was macht er mit dem Ball da? Foul von Aloisi an Dejan Savicevic. Naja, ganz klare Sache, der Rempler. Ja, der keinen Spezialbewacher bekommen von Klaus Augenthaler, der Dejan Savicevic. Schießwald. Mitrovic. Aloisi. Und da ist Jens Dove gerade noch da war und der Schuss von Ross Aloisi geht ganz, ganz klar über das Tor. Aber eines muss man sagen, der GAK sicherlich hier in diesen ersten 18, 20 Minuten die stärkere Mannschaft. Wenn man das als ersten so richtigen Torschuss wetten kann, auch wenn er nicht direkt aufs Tor gegangen ist. Ist Nielsen dazwischen gefahren. Lakonikakis, der Grieche. Schlechtes Retourspiel von Lipa. Sagt jetzt Nielsen, er hätte weiter dem Ball entgegenkommen müssen. Diese Flanke von Standfest, die ist gehörig daneben gegangen und da wärmt bereits ein Rapidspieler auf, nämlich Zingler. Hey! Tschech. Aloisi. Dmitrovic. Bisschen ungenau sind die Flanken. Der GAK spielt es an und für sich nicht schlecht. Aber die Flanken auf Radovic und Akwekbo, die sind doch meistens zu ungenau. GAK gewinnt viele Zweikämpfe.
Auch das sicherlich ein Mitgrund für die leichte Überlegenheit bis jetzt. Aloisi, schön gemacht von Cech. Aloisi. Von der Idee her großartig, hat aber den Ball dann nicht mehr ganz zu Radovic gebracht und hat sich hoffentlich bei dieser Aktion nicht verletzt. Ja, der ist im Shuttle reingerutscht, da läuft aber noch weiter, ja, und hat er den Ball nicht mehr. Ja, vielleicht auch dann bei dem langen Schritt, dass er umgeknöchelt ist. Der Italo-Australier. Er ist die Alternative für Kulowitz. Das weiß er und deshalb, da Kulowitz heute gesperrt ist, weiß er auch, wie wichtig heute diese Partie für ihn ist, ob der Vertrag auch wirklich verlängert wird. Hat auch schon im australischen Nationalteam gespielt. Ja, hoffentlich hat er sich da jetzt bei dieser Aktion nicht verletzt. Schaut nicht gut aus. Ja, und da wärmen bereits die Ersatzspieler des GRK auf. Das ist Tutu, Ado Tutu. Viel Pech für Rausaloisi, gerade im heutigen Spiel. Aber ich bin sicher, dass er, wenn er wirklich nicht weiterspielen sollte, dass er nach wie vor vielleicht noch eine Chance bekommt. Jetzt aber Achtung! Riesenchance von Radovic. Aktion noch nicht ganz bereinigt. Cech. Und jetzt der Kopfball von Schießwald. Seine Nähte hat er noch immer drinnen. Von der doch recht schweren Kopfverletzung bei Galatasaray Istanbul. Wenn Sie es gesehen haben, Sie werden sich erinnern, er hat dann mit einem durchaus kleidsamen Turban gespielt. Hier war diese Riesenchance für den GRK und so geht's weiter. Das war der aufgerückte Ehmann. Also der GRK dem 1:0 sicher näher als Rapid. Und wenn Sie zurückdenken an das Spiel vor 8 Tagen, auch da hat der GRK die erste Hälfte dominiert und ist auch 1:0 in Führung gegangen, übrigens durch ein Kopftor von Ehmann. Mitrovic auf der rechten Seite war standfest ganz frei. Ich glaube, Mitrovic hat es auch probiert. Tove. Weiter langer Pass auf Wimmer. Was macht er? War wohl zu weit. Der Applaus gilt Rossaloisi, der soeben wieder das Spielfeld betreten hat.
Stand fest. Zuletzt hat er immer auf der linken Seite gespielt, da sowohl Ammerhauser als auch Dmitrovic verletzt ausgefallen waren. Aber er ist eigentlich ein Rechter und spielt eigentlich auf seiner angestammten Position. Also rechts im Mittelfeld, allerdings hat man heute bis jetzt nicht allzu viel von ihm gesehen. Tschech versucht immer wieder die Bälle zu verteilen und ein Schuss von Akpo. Bisschen vielleicht zu schwach geschossen, aber im Prinzip gute Aktion und auch gut angesetzt der Schuss. Mittlerweile bereits 4:0 in Torschüssen für die Gastgeber. Florian Schwarz oft Unterseelen alleine im Angriff. Savicevic, vielleicht wird es jetzt was. Savicevic. Zu steil für Hatz. Ja, auch dem Dejan sind noch nicht allzu viele Sachen bis jetzt gelungen. Ja, zum zweiten Mal schon wird er hier von Dmitrovic recht unsanft gestoppt, Dejan Savicevic. Muss aufpassen. Szabo. Sehr gut gemacht von Michael Hübler. Es läuft nicht ganz vorne bei Rapid. Irgendwie kommt einem vor, dass da ein bisschen die Feinabstimmung fehlt. Bissig, aggressiv. Damit habe ich jetzt nicht den Rapid-Trainer gemeint, sondern die GAK-Spieler. Sie gewinnen eigentlich auch die meisten Zweikämpfe. Aloisi, Akwegbu. Tove. Sollte nicht passieren, so ein Fehler, aber kann natürlich passieren. Lakonikakis mit einem Stoppfehler. Und immer wieder Abspielfehler, vor allem bei Rapid.
Diese Entscheidung hat den Unmut der GAK-Fans hervorgerufen, nämlich Freistoß für Rapid nach diesem Duell zwischen Radovic und Schießwald. Sabo. Es war ein Duell eines 19-Jährigen mit einem 18-Jährigen. Und jetzt, glaube ich, gibt es die erste gelbe Karte. Und zwar für Anton Ehmann. Jawohl. Nach diesem Foul an Schwarz ist zu geben. Erst die zweite gelbe für Anton Ehmann in dieser Saison. Aber ich würde sagen, korrekte Entscheidung, auch wenn die Zuschauer hier bereits wieder Anti-Schiedsrichter-Chöre anstimmen. Unglaublich viele Bälle verliert Rapid. Michael Hartz. Achtmal hat er gegen den GAK gespielt und davon 7 sogar gewonnen. Foul von Hübler an Lakonikakis. Michael Hübler, der 20-Jährige, der erst einmal kurz gespielt hat, und zwar in Ried. Und da nicht nur bei den Torschüssen, sondern auch bei den Fouls führt der GAK, und das beweist, dass er einfach ein bisschen bissiger, dass der GAK bissiger in die Zweikämpfe geht. Die letzten 2 Jahre hat ja der GAK jeweils den Fairness-Pokal gewonnen. Präsident Peter Svetis hat gesagt, ich möchte nie mehr wieder den Fairness-Pokal gewinnen. Wenn das auch heuer wieder der Fall sein sollte, dann gibt es eine Geldstrafe für die Mannschaft. Denn er hat gesagt, meine Spieler sind einfach zu brav. Ganze 2 rote Karten hat es in der abgelaufenen Saison für den GAK gegeben. Vor einer Woche waren es selbst sogar nur in einem Spiel bereits 2 rote für den GAK. Lakonikakis. Bisschen ruppiger wird jetzt die Partie, Foul von Sabo. Das ist standfest. Er hat da seinen Namen nicht alle Ehre gemacht. Kommt er mal vorbei, Lakonikakis. Aber nicht wirklich. Auch er unzählige Ballverluste. Jetzt gibt es auch für Rapid eine gelbe Karte. Und zwar für Oliver Freund. Ein einziger Rapid-Spieler ist mit 4 gelben Karten bis jetzt belastet. Würde also bei einer weiteren gelben nächste Runde stehen. Und zwar ist das Peter Schöttl. Das wäre sehr bitter. Hier sehen wir Oliver Freund.
Wäre sehr bitter für Peter Schöttl, denn er würde dann ausgerechnet beim Heimspiel gegen den FC Tirol in 2 Wochen fehlen. Standfest, Standfest, in der Mitte 2 Spieler. Da wäre Aloisi gewesen, Mutterseel alleine, und Oliver Freund ist da gerade noch reingerutscht. Schauen wir uns das nochmals an. Herrlich, Akwa Ekpo auf Standfest. Standfest sieht in der Mitte Aloisi kommen und da rettet aber Freund noch in den Corner. Dimitrovic jetzt auf der rechten Seite, weil er von dort den Corner geschossen hat. Stand fest. Schuss des aufgerückten Verteidigers Roger Nielsen. Aber doch recht deutlich am Tor vorbei, dieser Schuss des 30-jährigen Norwegers. Aloisi. Jetzt liegt das 1:0 in der Luft. Wieder ganz alleine war er, der Italo-Australier. Und Rapid kann von Glück sprechen, dass er den Ball nicht gut getroffen hat. Wieder Vorarbeit, Akwa Ekpo. Direkt geschossen von Aloisi. Mittlerweile der 6. Torschuss des GRK. Und wenn wir auf die Spalte von Rapid sehen, da steht noch eine 0. ...6.950, das ist die offizielle Zuschauerzahl. Vielleicht nicht allzu viel, wenn man bedenkt, dass heute Rapid zu Gast ist. Aber die Leistungen am vergangenen Donnerstag im Heimspiel gegen Klaksvik haben wir nicht gerade dazu angetan, Stadion zu strömen, vor allem die erste Hälfte war ja wirklich zu vergessen. Aloisi. Apropos Spiel in Klaksvik, Pamić also heute nicht dabei, hat eine Entzündung im Knie und er hat von Präsident Svetic eine Geldstrafe bekommen für das Applaudieren beim Austausch, bei der Auswechslung. Da sehen wir ihn, Igor Pamić, den 14 Millionen Stürmer. 10.000 Schilling soll die Geldstrafe betragen für das provokante Klatschen. Er selbst sagt, ich wollte mich eigentlich nur bei den Fans bedanken, weil ich doch seit längerer Zeit wieder einmal gespielt habe. Also er findet das ein bisschen ungerechtfertigt, wie auch immer. Wenn ein Verein kommt und der Pamić will, kann er sofort gehen. Das ist die Aussage des Präsidenten. Klaus Augenthaler sieht es noch ein bisschen anders. Er möchte eigentlich dem Igor Pamić noch eine Chance geben. Radovic. Abstoß. Entscheidet Schiedsrichter Plautz, der eigentlich seine Aufgabe bis jetzt sehr gut macht und eigentlich die von vielen erwarteten Emotionen, die sind eigentlich gar nicht so hochgegangen bis jetzt. Peter Schöttl in seinem 380. Bundesligaspiel, der Kapitän von Rapid.
Und ich weiß nicht, ob Sie die Rapid-Fans hören im Hintergrund. Sie beginnen bereits das mittlerweile bekannte Lied anzustimmen. Wir wollen Rapid sehen. Es laufen die letzten 3 Minuten in der ersten Hälfte. Akwekpu, Tschech. Links wäre Lipa, versucht aber den schwierigen, und zwar in die Mitte zu Akwekpu. Mitrovic, Tschech. Tschech immer wieder die zentrale Anspielstation im Mittelfeld des GAK. Niesen. Es wäre ein bisschen mehr Platz für Rapid, aber die Rapid-Spieler werden sofort attackiert vom GAK und da ist es sehr schwer. Jetzt aber vielleicht die Möglichkeit für Florian Schwarz. Und da hat ihn entweder der Mut verlassen oder aber die Kraft verlassen. Da hätte er einfach weiterziehen müssen mit dem Ball. War kein Spieler mitgelaufen. Wobei natürlich es von auswärts immer viel einfacher ist. Letzte Spielminute in der ersten Hälfte läuft. Und 2 Minuten wird nachgespielt. Wird gerade angezeigt. Wimmer. Savicevic, vielleicht gelingt ihm jetzt etwas. Er braucht sich dann nicht aufregen. Möchte einen Foul-Pfiff hören, hat gerade Dejan Savicevic dem Schiedsrichter signalisiert. Rapid verliert einfach viel zu viele Zweikämpfe. Akwekpo. Mitrovic. Ja, war nicht leicht, der Wolle hier zu nehmen aus der Drehung. Aber der Benny Akwekpo gefällt mir heute sehr gut, auch wenn er nicht selbst als Vollstrecker, als der Mann, der aufs Tor zielt, in Erscheinung tritt, aber als Vorbereiter. Ja, da hat der Lipa im Fallen noch Florian Schwarz getroffen. Schauen wir uns das an. Er ist am Tag mit dem Knie auf die Schulter. War, glaube ich, unabsichtlich, aber er steht, Gott sei Dank. Florian Schwarz.
Der 22-jährige Tiroler. Savicevic beim Freistoß. Schießwald! Und das ist das 1:0 für Rapid. Völlig konträr dem Spielverlauf. In der 48. Minute, also quasi 3 Minuten in der Nachspielzeit, erzielt hier Schießwald das 1:0. Wer hätte das gedacht? Der allererste Torschuss von Rapid. Und der ist gleich drinnen. Schauen wir uns das nochmals an. Der Genieblitz von Dejan Savicevic und der Kopfball von Schießwald. Eine Maßflanke war das des Montenegriners. Und Ehmann hüpft hier zwar, aber viel zu kurz. Und Schießwald, der aufgerückte Innenverteidiger. Alma irrt hier auch ein bisschen herum und das ist das 1:0 seiner Mannschaft, der Mannschaft von Herbert Weber. Und das war bereits auch der Pausenpfiff. Rapid führt durch dieses Tor von Günther Schießwald mit 1:0. Günther Schießwald hat sich ein Herz genommen, ist mit vorgegangen und macht das Tor. Viele haben gemeint zu Beginn der Saison, warum holt Rapid ausgerechnet den Schießwald von der Austria? Aber diese Verpflichtung hat sich mittlerweile mehr als rentiert. Nicht zuletzt durch diesen Treffer, egal wie das Spiel ausgeht. Trotz seiner Nähte im Kopf macht hier Günther Schießwald das 1:0. Und nochmals, es klingt zwar vielleicht nicht populär, aber ich sage unverdienterweise, denn der GAK hatte viel, viel mehr vom Spiel und hatte viel, viel mehrere Torchancen, viel, viel größere Torchancen. Ja, und wir haben hier den Torschützen, nämlich Günther Schießwald. Würden Sie sagen, dass die Führung von Rapid verdient ist? Absolut nicht. Also das ist total konträr vom Spielverlauf her. Wir spielen so schlecht. GAK kontrolliert das Spiel, hat viel mehr Spielanteile und wir müssen sich einiges einfallen lassen jetzt in der Halbzeit, weil so kann man nicht weiterspielen. Trotz der Nähte im Kopf, mit dem Kopf dieses Tor erzielt, haben Sie da keine Angst gehabt? Nein, also voll oder gar nicht und ist halt voll und Gott sei Dank, der hat ihn super reingehauen und ich habe nochmal einen guten Tag gesagt brauchen. Danke vielmals, Günther Schießwald. Rapid führt hier also 1:0. Wir zeigen Ihnen jetzt noch einmal unser Gewinnspiel. Der gesperrte Kapitän von Liebherr GAK und gemeinsam werden wir uns also die entscheidenden Szenen dieser ersten Hälfte ein bisschen ansehen. Es war weniger Emotion als befürchtet im Spiel. Nein, es war überhaupt keine Hektik. Hektik da, es war ein ruhiges Spiel. Man muss sagen, es waren überhaupt keine Fehlentscheidungen vom Schiedsrichter irgendwas. Also es war eine ruhige Partie. Schauen wir uns also die Szenen einmal an. Es beginnt mit einer Aktion, bei der Ladi Meier im Mittelpunkt steht und durch einige Probleme der GAK ja mit den weit größeren Spielanteilen. Auf jeden Fall, wir haben die erste Halbzeit beherrscht, haben 2, 3 sehr gute Chancen gehabt. Wir waren auf jeden Fall aggressiver. Rapid ist mit 9, 10 Leute hinten gestanden. Leider haben wir kein Tor gemacht. Rapid ist dann einmal vor das Tor gekommen und hat das entscheidende 1:0 gemacht. Schauen wir jetzt gleich auf die nächste Szene. Da hat sich der Spielmacher, der australische Spielmacher, nämlich Aloisi, ein wenig verletzt. Haben Sie da schon Angst gehabt, dass er ausfallen wird? Ja, auf jeden Fall, weil wir haben nur noch 16 Leute. Jetzt sind 6 verletzt, 3 gesperrt. Es wäre sicher ein großer Rückschlag für uns gewesen, wenn Aloisi auch noch verletzt gewesen wäre. Er soll ja einen weiteren Vertrag bekommen. Sein Vertrag läuft nur bis September. Werden Sie dafür plädieren bei Präsident Svetic? Auf jeden Fall. Ich werde mit dem Peter reden, dass der Aloisi einen längerfristigen Vertrag bekommt. Ein technisch starker Spieler, das haben wir in einigen Szenen gesehen. Und jetzt die nächste große Chance bei diesem Schuss von Radovic. Wollten Sie da schon jubeln? Ja, auf jeden Fall. Es war ein schöner Corner von Boban. Meier ist da schlecht herausgekommen und Rado hat leider einen Spieler von Rapid angeschossen. Wir sehen es hier noch einmal. Man sieht es genau, ja, ein Schöttl schießt an. Ja, also die Chancen, die lagen beim GAK, darüber gibt es keinen Zweifel. Wir haben noch eine auf Lager, nämlich jene von Akwegbu. Ja, es war eine schöne Aktion von Akwegbu, nur der Schuss war leider zu leicht geschossen.
der Mannschaft ein bisschen das Selbstvertrauen im Augenblick? Ja, das glaube ich nicht, weil wir haben von der ersten Minute an Druck gemacht, sind in die Zweikämpfe gegangen, waren klar die bessere Mannschaft, nur was fehlt, sind die Tore. Das heißt, was kann man machen, dass die Mannschaft mehr Tore schießt? Ja, wir müssen den Ball ins Netz unterbringen. Das ist auch Aloisi nicht gelungen und das ist die nächste Chance, die wir Ihnen zeigen. Rapid also wirklich kaum einmal ins Spiel gekommen. Hier ist diese Möglichkeit. Ja, es war eine schöne Aktion zwischen Radovic und Akwekwu. Hat zu Aloisi gespielt und der Ball ist wieder knapp vorbeigegangen. Hier noch einmal dieser Schuss. Ein schöner Schuss mit dem rechten Fuß, aber leider einen Meter daneben. Und es gibt ja diese alte Fußballweisheit, die Tore, die man nicht schießt, die bekommt man dann. Und daher dann in der Verlängerung diese Vorarbeit von Savicevic und der Kopfball von Schießwald. Ja. Haben Sie das schon gefürchtet? Na, aber meistens ist es so im Fußball, wenn man drückt und keine Tore macht, dann kriegt man eines. Es war ein schöner Freistoß von Savicevic und ich weiß nicht so genau, ja, Schießwald ist alleine hinten gestanden und hat schön hineingeköpft. Hat man da in der Mannschaftsbesprechung drüber gesprochen, dass man bei diesen Freistößen von Savicevic besonders aufpassen muss? Ja, auf jeden Fall. Man weiß, was er für einen guten linken Fuß hat. Aber wie soll ich sagen jetzt? Der Schießer war ganz alleine, also es war schön eingeköpfelt. Die erste Hälfte war ja mit Ausnahme jener Aktionen, die wir hier gesehen haben, kein berauschender Fußballnachmittag. Glauben Sie, dass wir jetzt nach der Pause mehr und bessere Aktionen sehen werden? Ja, wir müssen wieder Druck machen, aggressiv sein. Und natürlich müssen wir die Chancen verwerten, sonst können wir das Spiel nicht gewinnen. Was würden Sie sagen, wie geht's aus? Ja, ich hoffe, dass wir 2:1 gewinnen. Also, ich habe einfach guten Tag gesagt, hat Günter Schießwald in der Pause zu uns gemeint. Und es stand 1:0 für Rapid. Mannschaften sind bereit für die zweite Spielhälfte. Schiedsrichter Plautz gibt das Zeichen, alles bereit. Und los geht's. Die zweiten 45 Minuten, erinnern wir uns zurück an den vergangenen Samstag. Da hat der GRK zur Pause gegen Rapid mit 1:0 geführt. Und das ist ein neuer Mann bei Rapid, Thomas Zinger. Er kam für Jens Dove. Also schon ein untrügliches Zeichen dafür, dass Herbert Weber versucht, zumindest das Ergebnis zu halten. Denn er hat den doch vielleicht ein bisschen offensiveren Dove rausgenommen und den ein bisschen defensiveren Zinger ins Spiel genommen. Herbert Weber. Für ihn und seine Mannschaft wäre natürlich heute ein voller Erfolg sehr, sehr wichtig, um den Rückstand auf Tabellenführer FC Tirol wieder auf 2 Punkte zu reduzieren. In 2 Wochen in der nächsten Runde kommt es dann zum direkten Duell in Wien zwischen Rapid und dem FC Tirol. Und sollte Rapid heute und auch in 14 Tagen gewinnen, dann würden die Hütteldorfer wieder auf Rang 1 stehen. Savicevic. In der kommenden Woche ist ja Meisterschaftspause der Grund, dass EM-Qualifikationsspiel Österreich gegen Spanien am kommenden Samstag. Der GRK, hier Benny Akwekwu übrigens, unverändert aus der Kabine gekommen. Ja, also 1:0 hat der GRK in der vergangenen Woche geführt zur Pause, Endstand aber 2:1 für Rapid. Vielleicht kann ja der GRK auch heute das Spiel umdrehen. Savicevic. Schon beeindruckend, hat nicht allzu viel gezeigt und dann diese Maßflanke, der Assist zum 1:0. Das ist der neue Mann, Thomas Zingler. Ja, möglicherweise ist der Thomas hier sogar der Defensivaufgabe entbunden. Also jetzt spielt er ähnlich wie Dove.
Schwarz. Savicevic, Wimmer. Schlechter Pass. Weiterspielen, zeigt der Schiedsrichter an. Sinclair beim Ball, der übrigens ja noch in der Schlussphase in Istanbul ausgeschlossen wurde. Jetzt Singer. Urplötzlich hier fast Mutterseelen alleine gewesen im Strafraum des GAK, war vielleicht selbst auch ein bisschen überrascht. Aber Hübler bleibt dann doch Sieger in diesem Duell. Singer, wollte ich sagen, ist ja dann noch wegen Torraubes ausgeschlossen worden in Istanbul und muss jetzt im Europacup zwei Spiele zuschauen. Also die zwei Spiele gegen Inter Pressburg. Andreas Lieper, schon mit vier Clubs hat er gegen Rapid gespielt, mit der Vienna, mit Salzburg, mit Lustenau und eben jetzt mit dem GRK. Joachim Standfest. Und Zingler. Hat gesehen auf der linken Seite Lagonikakis. Aber Franz Alm hat da mitgespielt. Sehr aufmerksam. Vielleicht hat er sich da schon aufgeschrieben, ob Aloisi verpflichtet wird oder nicht. Mitrovic, der mir heute sehr gut gefällt auf der linken Seite. 5. Corner für die Grazer. Wir spielen ja beide Mannschaften im UEFA Cup in der ersten Runde gegen einen slowakischen Verein. Rapid, wie erwähnt, die Inter Pressburg und der GAK gegen Spartak Türnau. Der Gegner von Rapid wird von Marek Penksa und René Wagner beobachtet. Und der GAK hat den Co-Trainer Gregoritsch geschickt. Hübler. Peter Schöttl, der Kapitän. Milde das Lächeln von Ladislav Meyer.
herrlich da den Ball weitergespielt von Ehmann und das ist das Tor. 1:1 Torschütze Boban Mitrovic. Völlig überraschend. Von großer Distanz war gar nicht einmal so scharf der Ball. Und das ist der Ausgleich für den GRK in der 54. Minute. Schauen wir uns das nochmals an. Corner von Standfest. Ehmann lässt hier geschickt den Ball weiterlaufen. Lieber springt der Ball weg, dann einen Rettungsversuch. Und da plötzlich aus dem Hinterhalt Mitrovic. Und genau ins rechte Eck vom Torhüter ausgesehen. Von Ladislav Meyer. Radovic, glaube ich, war es, der noch den Ball zwischen die Beine durchgelassen hat. Und der verdiente, ob der Leistungen in der ersten Hälfte, Ausgleich. Für den GRK hier nochmals der Schuss von Boban Mitrovic. Hab noch vor einer Minute gesagt, er gefällt mir gut. Und quasi als Dank macht er hier das 1:1 für den GRK. Uns kann es nur recht sein, tut der Partie sicherlich gut, dieser Ausgleich. Die Rapid-Fans, die werden darüber weniger erfreut sein. Akwekbo, Lipa. Wollte auf Standfest spielen. Also, nichts wird's mit Resultat halten. Alles wieder offen. 1:1 der Spielstand in der 55. Minute. Boban Mitrovic. War lange Zeit jetzt außer Gefecht mit einem Muskeleinriss im Oberschenkel. Hat er aus der vergangenen Woche erstmals wieder gespielt. Übrigens das 10. Meisterschaftstor, also Jubiläum für Boban Mitrovic. Für den Jugoslawen. Was entscheidet der Schiedsrichter? Foulspiel von Schüttel. Gute Freistoßdistanz. Könnte erneut Mitrovic sein, der hier diesen Freistoß ausführt. Folgen noch die letzten Absprachen. Mitrovic macht auch alle Anstalten hier zu schießen, aber auch Nielsen stünde bereit. Ehmann wird einem der beiden den Ball auflegen. Mitrovic! Und direkt auf den hinausgelaufenen Wimmer. Und er reklamiert, ja, die Mauer stand viel zu nah. Wimmer ist hier viel zu früh rausgekommen. Wie auch immer, das ist sich der lässt weiterspielen. Es kommt endlich Stimmung auf im Stadion. Hoffentlich das Spiel jetzt durch diesen Ausgleich etwas aktionsreicher, farbiger und spannender. Und er geigt jetzt auf, der Boban Mitrovic. Akwekbu. Jetzt wird der Stürmerfoul, also Foul von Akwekbo, entschieden. Benny Akwekbo, der Nigerianer, im Dress der roten Teufel. Savicevic. Er hat zwar keinen Spezialbewacher, aber immer wenn er am Ball ist, ist blitzschnell zumindest ein, wenn nicht zwei Gegenspieler bei ihm. Schwarz versucht der Doppelpass mit Mitrovic, mit Savicevic.
Übler auf Akwegbo, versucht direkt weiterzuspielen auf Aloisi. Akwegbo. Jetzt haben wir gerade eine gelbe Karte verpasst, und zwar gegen hör gerade gelb-rot für Freund. Vielleicht können wir das nochmals nachspielen. Jawohl, Freund verlässt das Spielfeld. Hab leider auch nicht gesehen, was da gerade los war. Anscheinend wegen Kritik übens. Jawohl, er zeigt an. Mund offen gehabt. Gelb-rote Karte für Oliver Freund in der 60. Minute. Ja, jetzt wird es schwierig für Rapid. Auswärts mit einem Mann weniger. Noch dazu, wo der GRK heute wirklich ungemein zweikampfstark ist. Und das wird Rapid sicherlich auch schmerzen, dieser Ausschluss in 2 Wochen im Heimspiel gegen den FC Tirol. Da kann Rapid noch hoffen, dass die Verletztenliste etwas kleiner wird. Also notieren wir, ab der 60. Minute, also eine halbe Stunde vor Ende dieser Partie, Rapid nur noch mit 10 Mann. Nicht ungefährlich. Standfest mit einer Flanke und der Ball tänzelt an der Latte. War sicherlich nicht als Torschuss gedacht. Also eine gelbe hatte ja Oliver Freund schon aus der ersten Spielhälfte, und jetzt wegen Kritik die zweite, macht gelb-rot. Also auch im Rückspiel wieder ein Ausschluss. Wir erinnern uns, vor 8 Tagen im Spiel Rapid gegen GRK waren es deren 2 für Kulowitz und Hartmann. Bodycheck von Lagonikakis. Klare Entscheidung. Naja, braucht er gar nicht sich zu wundern, der Grieche, der von Panathinaikos zu Rapid gekommen ist. Der Assistent an der Linie, Walter Staudinger, er hat das gesehen und deshalb Freistoß für den GRK. Mitrovic. Zeit schon angezeigt vom Schiedsrichterassistenten. Richtige Entscheidung. Auch das Publikum wacht jetzt immer mehr auf. Das Publikum weiß, ob der große Chance des GRK. Und jetzt wird es auch auf dem Spielfeld etwas heißer. Nächste Karte. Gelbe Karte für Peter Schöttl. Und damit ist Schöttl in 2 Wochen gegen den FC Tirol gesperrt. 5. gelbe Karte für den Kapitän. Der nächste Ausfall für das Tirol-Spiel. Schauen wir uns das an. Jawohl, er hat da sicherlich das Bein hinterrück stehen lassen. Eigentlich unnotwendig, diese Aktion. Meier. Ball ist noch heiß.
Goekpo nicht vom Ball zu trennen. Alois. Savicevic, aber er ist ganz alleine und er versucht, den Torhüter zu überheben. Ein Versuch war es wert. Gesehen hat er, dass Almar doch recht weit vor dem Tor gestanden ist. Aber so ein Schuss natürlich selbst für Savicevic schwer. Aloisi! Prächtiger Schuss des Italo-Australiers. Ross Aloisi. Und da ich glaube, den Ball hätte Ladislav Meyer nicht mehr erwischt. Glück für ihn, dass der Ball am Tor vorbeigeht. Aber der GRK, der drängt. Der drängt jetzt natürlich auf den Führungstreffer, auf das 2:1 in numerischer Überlegenheit. Fest. Er bietet jetzt seit noch einigen Minuten erstmals wieder in der gegnerischen Hälfte. Der Schuss von Savicevic, der war ja aus der eigenen Hälfte. Am Torschützen an Günther Schießwald. Übrigens war das 1:0 sein zweiter Treffer für Rapid im 8. Spiel für die Hütteldorfer. Aloisi auf Hübler, den 20-Jährigen, der von Wolfsberg gekommen ist. Heute das erste Spiel von Beginn an. Tschech. Lipa. Akwekbo, jetzt könnte er gleich schießen. Jetzt nochmals die Riesenchance. 2:1 für den GRK. Es hat sich abgezeichnet. 67. Spielminute und der GRK führt verdient mit 2:1. Aber was für Zeit hat da der Beni Akweko schon vorher gehabt, nämlich. Wie oft kann er sich den Ball hier herrichten? Ganz alleine, kein Mann ist da bei ihm. Und dann schießt er in aller Ruhe ins kurze Eck ein. Wo waren da die Rapid-Verteidiger? Schießwald kniet hier. Kommt hier natürlich viel zu kurz. Akwoekbo kann den Ball sogar auch noch stoppen hier. Und schießt dann ins kurze Eck. Ladislav Meyer reklamiert hier noch beim Schiedsrichterassistenten, also beim Linienrichter. Aber 2:1. Und Sie haben es gehört, Beni Akwoekbo. War sicherlich abseits, passives Abseits. Sehen wir hier in der Wiederholung. Das dritte Tor für Beni Akwoekbo. In dieser Saison insgesamt das 9. für den GRK. Rapid hat übrigens ausgewechselt. Herbert Weber hat sofort reagiert. Sala ist ins Spiel gekommen. Und Lagonikakis jetzt auf der Bank.
Hier tritt Sala erstmals in Aktion mit einem Foul. Sicherlich auch gelb berechtigt. Und jawohl, Schiedsrichter Plautz zeigt ihm auch gleich die gelbe Karte für Jürgen Sala, der auch angeschlagen ist. Er hat es mit dem Ischias. Ja, völlig zu Recht. Schweres Foul an dem erst 20-jährigen Michael Hübler. Dritte gelbe Karte in der laufenden Saison für Jürgen Sala, der übrigens auch ein Steirer ist. Er kam ja von DSV Leoben. Präsident Peter Svetitz. Neben ihm übrigens, diesen Herrn werden Sie vielleicht nicht kennen, aber aufpassen. Und Abstoß. Strafraum von Rapid. Ja, neben Präsident Svetitz wollte ich sagen, übrigens der deutsche Arbeitgeber, Verbandspräsident, also hoher Besuch aus Deutschland, der Herr Hund, der hier in der Nähe ein Feriendomizil hat und auf Einladung des GRK sich dieses Spiel anschaut. Jetzt wird es natürlich ganz, ganz schwer für Rapid, diesen Rückstand noch aufzuholen. Ein Mann weniger und der GRK sicherlich heute zweikampfstärker, lauffreudiger. Ja, und jetzt weiß natürlich auch die Mannschaft des GRK, dass man sich ein bisschen Zeit lassen kann, dass man es ein bisschen gemächlicher angehen kann. Ruhiger Spielaufbau. Rechts hinten im Bildschirm zu sehen, übrigens Schwarz, er ist jetzt ganz weit zurück, praktisch rechter Verteidiger spielt, der Stürmer. Jetzt ist er ein bisschen aufgerückt, das ist der Florian Schwarz, begonnen hat er als eigentlich einzige Sturmspitze bei Rapid. Und so leichtfertig werden da hier die Bälle hergeschenkt. Michael Hatz. Apropos Hatz und Wimmer, das sind ja die einzigen zwei Spieler, die wir heute hier in Aktion sehen, die einberufen wurden in den Teamkader für das Spiel gegen Spanien am kommenden Samstag. Wenn man bedenkt, dass hier eigentlich der Zweitplatzierte gegen den Drittplatzierten der abgelaufenen Saison spielt, eigentlich doch relativ wenige Teamspiele hier heute zu sehen. Ehmann. Peter Schöttl ist angeschlagen. Kapitän.
mit seinem 380. Bundesligaspiel. Ja, und da weiß nicht, was diese Aktion oder diese Geste genau bedeutet von Klaus Augenthaler. Einwurf für Reaktion. Das GRK zu Rapid. Aber Rapid hat auch gleich den Ball wieder hergeschenkt. Obwohl sicherlich unfreiwillig. Otto Szabo, ja, er bemüht sich. Er ist sicherlich ein Riesentalent, der 18-jährige Slowake. Jetzt. War aber schon angezeigt, Fahne oben vom Schiedsrichterassistenten, aber der Ross Alois ist da wieder eigentlich ganz alleine im Strafraum herumgestanden. Die Viererkette bei Rapid hat in der ersten Hälfte noch halbwegs geklappt, aber ist jetzt immer fehleranfälliger. Und einmal mehr Ross Alois. Auch er wieder ganz alleine gestanden, unbeachtet von den Rapid-Spielern. Die mitgereisten Rapid-Fans klatschen die Rapid-Viertelstunde ein. Allerdings nicht, wenn man das so ansieht, nicht wirklich euphorisch. Vielleicht glauben selbst die Rapid-Fans nicht mehr so recht hier an einen vollen Erfolg ihrer Mannschaft. Aber ich glaube, Rapid wäre hier auch heute schon mit einem Remis zufrieden. Übrigens bei diesem 2:1, so wären die Parallelen zum Hinspiel vor einer Woche wirklich ganz, ganz groß. Jetzt gibt es einen Austausch wieder bei Rapid. Wimmer geht und der junge Feitsch kommt. Stefan Feitsch, Mittelfeldspieler. Da im linken Mittelfeld. Rechts spielt jetzt Zahler. Also das ist die neue Aufgabenverteilung bei Rapid. Savicevic. Schießwald. Jetzt muss er aufpassen. Er hat ja noch die Nähte drinnen von seinem großen tiefen Cut aus Istanbul. Hoffentlich ist dieses Cut nicht jetzt aufgerissen. Der Torschütze zum 1:0. Ja, was ich zuerst sagen wollte, die Parallelen, die sind dann wirklich ganz, ganz groß, denn auch vergangenen Samstag ist die Gastmannschaft, ist der GRK mit 1:0 in Führung gegangen, war auch der Pausenstand. Dann hat aber doch noch die Heimmannschaft mit 2:1 gewonnen.
Günter Schickswald. Und der Konter auf das GAK. Aquaequo, das müsste das 3:1 sein. Sie werden den Ball reintragen, jawohl. 3:1 für die Grazer. Und ich glaube, damit ist wohl das Spiel entschieden. Spielminute. Das 3:1 für die Roten Teufeln aus Graz. Der Torschütze zum zweiten Mal am heutigen Tag. Benny Akwoekbo. Schauen wir uns das an. Jawohl. Alle Zeit der Welt hat er hier. Und er kann schon längst schießen und legt sich ja noch zweimal vor. Und dann Sala kommt er zu spät, Meier geschlagen und kein Problem für den Nigerianer hier, das 3:1 zu machen. Und das war sein 10. Treffer für den GAK in seinem 39. Spiel. Also 10 Minuten geht es hier noch im Arnold Schwarzenegger Stadion. Und Stichwort Arnold Schwarzenegger. Es benötigt hier wohl wirklich heute noch einen Kraftakt seitens von Rapid. Sollten oder würden die Hütteldorfer diese Partie noch umdrehen können. Standfest. Savicevic, aber da ist Franz Almer. Der GAK hat ja in der laufenden Meisterschaft erst ein Heimspiel gewonnen. Das war das 3:0 gegen Bregenz. Drei Heimspiele, kein Sieg. Heute sollte eigentlich der zweite folgen. Eigentlich dürfte bei einem 3:1 jetzt mittlerweile 8 Minuten vor Schluss nichts mehr passieren. Und mittlerweile geht auch die Welle hier durch das Arnold Schwarzenegger Stadion. 6.950 Zuschauer. Ja, und jetzt natürlich kann der GAK noch viel ruhiger den Ball in den eigenen Reihen halten. Es wird auch noch eine Auswechslung geben. Ado Tutu wird kommen. Übler. Standfest. Auch die beiden haben auf der rechten Seite ihre Aufgabe ganz ausgezeichnet gemacht. Hier sehen wir die Welle. Also eines kann man sicherlich auch sagen. Übrigens verlässt Benny Akwuepo den Platz. Black Power wird durch Black Power ersetzt. Ado Tutu, der Ghanese, kommt für den Nigerianer. Kelly Ado Tutu. Ihm fehlt noch ein Meisterschaftstor. Im Europacup hat er getroffen, allerdings
noch nicht in der Meisterschaft. Handspiel, Handspiel, jawohl. Handspiel von, ich glaube, Sala war es. Oder war es Schwarz? Schwarz dürfte es gewesen sein. Schauen wir uns das nochmals an. Jawohl. Schulter oder Arm. Auf jeden Fall. Elfmeter für den GAK. Und da hat es nicht mal allzu große Proteste der Rapidspieler gegeben. Arm zum Ball. Und das im Strafraum gibt Elfmeter. Radovic. Und Ladislav Meyer hält, wie schon vor einem Jahr, als er hier 12 Meter gegen den GAK gehalten hat, ist er auch hier der Penalty-Killer. Allerdings, vor einem Jahr gab es den 1:1. Hier dürfte das Spiel wohl mit einer Niederlage enden. Aber er wird sicherlich zum Elfmeterschreck für die GAK-Spieler. Da ärgert sich Ehmann, aber ich glaube, der Spielstand stimmt ihm wieder persönlich. Ja, also beide Mannschaften ja hier stark ersatzgeschwächt angetreten und eines kann man sicherlich sagen, der GAK hat die vielen Ausfälle sicherlich viel besser verkraftet als Rapid. Das ist sicherlich auch ein Mitgrund für den Erfolg. Der Grazer. Jetzt muss der Schwarz aufpassen, Florian. Und auch der GAK wechselt nochmals. Es wird Rader kommen, Wolfgang Rader. Ich nehme an für Aloisi, denn der spielt eigentlich die Position von Aloisi, aber wir werden es gleich wissen. Ja, große Augen bei Dejan Savicevic. Er hat ein gutes Auge. Heute hat es ihm nicht allzu viel genutzt. Wobei man ihm sicherlich nicht alleine einen Vorwurf machen kann. Er braucht natürlich auch die Mitspieler für seine Aktionen. GAK-Fans verabschieden bereits die Gäste aus Wien. Noch sind aber 2,5 Minuten regulär zu spielen und es wird sicherlich auch ein bisschen Nachspielzeit geben. Rapid hat sicherlich ein wirklich durchschlagskräftiger Stürmer gefehlt. Schwarz ist ein Riesentalent, aber vermutlich noch nicht wirklich so weit. René Wagner ist heute sicherlich abgegangen, Penxer hat gefehlt. Kein Wunder, dass Ernst Okopil weiterhin an Guy Frigard interessiert ist, an dem Ex-Torjäger des LASK. Allerdings die Kosten doch bis jetzt zumindest ist 1 Million D-Mark, also relativ viel. Ja, und er hat gut lachen, Beni Akwuegbu.
zweifacher Torschütze heute. Also 2 Minuten die Nachspielzeit. Ich weiß nicht, ob Augenthaler jetzt doch noch seinen jungen Spieler, nämlich Wolfgang Rader, bringt. Oh. Oder jawohl, es kommt doch noch. Und wie ich es angekündigt habe, kommt er von Rostaloisi. Bundesliga-Debüt für Wolfgang Rader. Für den 20-Jährigen. Schöne Aktion, auch wenn es nur noch 2-3 Minuten geht, aber auch er kann Bundesliga-Luft schnuppern erstmals. Und auch er ist beteiligt an der Siegesprämie. Ein Herz für Junge, das hat er. Und ich glaube, er kann auch zufrieden sein mit der Leistung von Rostaloisi. Die 90. Spielminute ist um, wir sind in der Nachspielzeit. Fassen wir zusammen, der GRK hat eigentlich von Beginn an dieses Spiel dominiert, war einfach zweikampfstärker. Und da war vermutlich auch in der Verteidigung schlussendlich weniger Fehler anfällig als Rapid. Damals nochmal Tuto. Also aus dieser Aktion wird Lipa, Dmitrovic. Das ist Radovic. Dmitrovic, jetzt könnte. Schuss von Radovic und prächtig gehalten von Ladislav Meyer. Ja, der GRK also von Beginn eigentlich an überlegen, aber. Das Tor, das 1:0 in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, das hat Rapid erzielt. Flanke von Dejan Savicevic, der sonst doch einiges schuldig geblieben ist. Und Kopfball von Günther Schießwald, der uns in der Pause erzählt hat. Er hat nur noch guten Tag sagen brauchen. Das war der überraschende 1:0 Spielstand und Pausenstand für den GRK. Zu Beginn der ersten Minuten der zweiten Hälfte die Mannschaften fast sogar ebenbürtig. Aber dann der GRK immer stärker geworden, mit immer größeren Chancen. Und in der 54. Minute war es dann soweit. Ausgleich durch Boban Dmitrovic zum 1:1. Und dann der Doppelpack von Benny Akwuekwu in der 67. zum 2:1. Und in der 80. Minute nach Fehler von Schöttl zum 3:1. Und das ist der Schlusspfiff. Der GRK gewinnt das Revanche-Spiel von vergangener Woche gegen Rapid mit 3:1. Ein ganz wichtiger Sieg für den GRK, der ja bereits auf die 8. Stelle der Tabelle abgerutscht war. Ein wichtiger Sieg nicht nur für die Meisterschaft, sondern auch für den UEFA-Pokal in 2,5 Wochen gegen Spartak Thürnau. Der GRK hat verdient gewonnen. Rapid, einmal mehr im Wellental, einmal hui, einmal pfui, heute eher Zweiteres. Ja, da lacht er mit seinem Co-Trainer Rainer Hörgl. Klaus Augenthaler, auch ihm herzliche Gratulation zu diesem Erfolg. Gratulation den jungen Spielern, wie hier Michael Hübler, wie Standfest. Vielleicht gut auch für Rapid, dass jetzt Pause ist in der Meisterschaft. Abgesehen für Harz und Wimmer, die also in den Teamkader einrücken für das Spanien-Länderspiel. Aber Rapid kann nur hoffen, dass die Verletztenliste wieder kürzer wird. Vettel, Herra, Penxer, Wagner haben heute gefehlt. Ja, und bei mir sind die beiden Trainer,
Shakehands der beiden Trainer, gerade Klaus Augenthaler und Heribert Weber. Also, der GAK gewinnt hier mit 3:1. War das der Fußball, wie Sie sich ihn vorstellen, Klaus Augenthaler, vor allem in der zweiten Hälfte? Ja, in der ersten Halbzeit haben wir auch schon gedacht, wir haben einen Mann mehr am Platz. Aber unser Manko hat man wieder gesehen. Das Durchsetzungsvermögen so 20, 30 Meter vom Tor. Wir haben Möglichkeiten, aber wir kriegen keinen rein. Im Gegenteil, letzte Sekunde kriegen wir das Gegentor. Zweite Halbzeit, ja, ist annähernd der Fußball, den ich mir vorstelle. Wir werden uns die Szenen ja dann mit den beiden Trainern gemeinsam anschauen, aber zunächst einmal die Frage an Heribert Weber. Was war denn die Ursache für diese Niederlage für Sie? In der ersten Hälfte zumindest noch ohne Tor davon gekommen und am Schluss noch dieser Schlag von Günther Schießweich. Da waren ja sehr gute Voraussetzungen für die zweite Hälfte. Ganz einfach, der GAK war von der ersten Minute an die bessere Mannschaft heute. Wir haben über 90 Minuten nichts dagegen zu setzen. Wir hatten ja noch in der Halbzeit gesagt, wenn wir so weiterspielen, werden wir keine Chance haben. Es ist noch genauso eingetroffen, nachdem auch noch Oliver Freund unglaublicherweise noch einer völlig sinnlosen Kritik ausgeschlossen worden ist, ist es natürlich noch schwerer geworden. Also eine sehr ehrliche Aussage, wie schon auch Günther Schießwald in der Pause ja gesagt hat. Also eigentlich ist diese Führung von Rapid unverdient. Aber schauen wir uns jetzt einmal die Szenen der zweiten Spielhälfte an. Beginnen wir aber mit dem 1:0 kurz vor der Pause durch Günther Schießwald. Ideale Flanke von Savicevic. Heribert Weber, das ist ja ein Spielzug, der eintrainiert ist, nehme ich an. Wir trainieren das öfter, schauen die Situationen aber nur. Dass es so gab, ist natürlich auch auf der Hinterbeine und auf der Schießwald da die letzte Zeit des Öffnen ganz gut getroffen. Aber nur, es war eine unverdiente Führung, weil wir in der ersten Halbzeit nicht annähernd so gespielt haben, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben da ein bisschen Probleme mit dem Mikro, ich werde mein Mikro hinhalten. So, dann also die zweite Hälfte und der GAK beginnt mit sehr viel Elan, aber die erste Möglichkeit, die hat Rapid, und zwar der eingewechselte Zinger. Heribert, haben Sie da an einen Elfmeter geglaubt? Nein, ich glaube, es war kein Elfmeter. Der Thomas hat sich den Ball nicht richtig mitgenommen. Hätte ihn besser angenommen oder mitgenommen, hätte er wahrscheinlich das 2:0 erzielen können. Aber so haben wir praktisch dann im Gegenstoß das 1:1 bekommen. So ist es im Fußball. Das schauen wir uns jetzt gleich an. Dieses 1:1 war ein Corner. Die Rapid-Abwehr bringt den Ball nicht weg. Und dann der Schuss von Mitrovic. Klaus Augenthaler, ich glaube, Radovic hat aber maßgeblichen Anteil, weil er die Beine aufgemacht hat. Ich glaube, es war sehr schwierig für den Torwart da stehen. 15, 16 Spieler im 16er. Und der Ladi sieht ihn, glaube ich, zu spät. Aber ich würde dem Torwart keinen Vorwurf machen. Er sieht ihn erst 6-7 Meter vor ihm. Heribert, würden Sie dem Torhüter Meier da einen Vorwurf machen? Ich glaube, das wird dem Ladi Meier überhaupt keinen Vorwurf machen können, weil was er in den letzten Spielen für uns gehalten hat, das muss ihm einmal allein am Nachmachen. Und nachdem ihm da die Sicht total verdeckt war, hat er eigentlich fast keine Chance gehabt bei diesem Ball. Dann der Ausschluss von Oliver Freund. Heribert Weber hat schon gesagt, das war ein Ausschluss, der nicht notwendig war. Zunächst sehen wir hier noch einen Schuss von Aloisi. Und dann kommt der Ausschluss von Oliver Freund. Klaus Augenthaler, haben Sie in dem Moment gewusst, jetzt können wir es packen, jetzt werden wir es packen? Ja, aufgrund der ersten Halbzeit hat man gemerkt, Rapid ist heute einfach fällig. Im Gegensatz zum letzten Jahr haben sie auch einen Ausschluss gehabt und haben sich gut verbarrikadiert. Wir haben es nicht verstanden. Damals lagen sie 1:0 in Führung auch, diesen Riegel zu knacken. Aber heute war die Mannschaft so motiviert und ich habe immer daran geglaubt, dass wir das Spiel heute noch umdrehen können. So, und dann schauen wir uns jetzt das 2:1 für den GAK an. Da gab es natürlich den Verdacht auf Abseits. Wie haben Sie das denn gesehen, Heribert Weber? Ja, so wie man es jetzt hier sieht, war es klares Abseits bei dem Schuss. Ich weiß nicht, wer da geschossen hat. Es sind zwei GAK-Spiele im Abseits gestanden, aber okay. Schiedsrichter hat es nicht gegeben. Für mich klares Abseits.
passiv, war es abseits, sind Sie auch dieser Antwort? Das kann nicht passiv sein, weil der Schuss genau in die Richtung der zwei Spieler gegangen ist. Völlig richtig, Sie haben eingegriffen. Sehen Sie das auch so, Klaus Augenthaler? Nein, das sehe ich anders. Das war passives Abseits. Wenn der Ball zu einem von beiden gesprungen wäre, wäre es abseits gewesen. Aber nachdem der Ball zu Marco Ekpo, der nicht im Abseits stand, war es regulär. Schauen wir uns das noch einmal an. Der Ball ist ja deswegen zu Marc Wegbu gekommen, weil er von einem unserer Spieler abgefälscht wurde. Normalerweise wäre er in die Richtung des mittleren roten Spielers gegangen. Also keine Diskussionen, dass GAK verdient dieses Spiel gewonnen hat, aber jetzt einmal eine Diskussion um dieses 2:1 zwischen den beiden Trainern. Ja, und in der 80. Minute, da kam dann das 3:1 und der Torschütze abermals Akwuegbu. Auch da hat Schöttl ein bisschen protestiert, Heribert Weber. Ja, man sieht den Anfang der Aktion nicht. Ich glaube auch, dass das dritte Tor fraglich war, weil ich glaube auch, dass das dritte Tor abseits war in der Entstehung, aber das sieht man hier nicht. Klaus Augenthaler? Müssen Sie den Schiedsrichter fragen. Gut, also eine diplomatische Antwort von Klaus Augenthaler, jedenfalls sehr schön herausgespielt von Akwuegbu, dieses dritte Tor. Er war ja sozusagen der Mann des Spiels. Sehen Sie das auch so, Klaus Augenthaler, jetzt mit seinen beiden Toren? Er ist ein Spieler, den man eigentlich schwer in ein taktisches Konzept pressen kann. Wenn er gute Situationen, gute Szenen am Anfang hat, dann ist er unberechenbar. Aber genauso kann er in der Versenkung verschwinden. So, und dann gab es noch einen Elfmeter für den GAK-Handspiel von Florian Schwarz. Auch das schauen wir uns natürlich an. Hier kommt diese Aktion. Er geht natürlich mit der Hand zum Ball. Der Elfmeter berechtigt Ihrer Meinung nach, Herbert Weber? Nachdem es da kein Abseits war, glaube ich, ist er berechtigt. Gut, also schauen wir uns das an, aber die Hand geht zum Ball. Also da gibt es, glaube ich, überhaupt keine Diskussion. Allerdings, Radovic verschießt dann und Meier bestätigt sich wieder einmal als ganz ausgezeichneter Penalty-Killer sozusagen. Ja, also, der GAK gewinnt hier mit 3:1, nimmt Revanche. Was bedeutet das für den weiteren Verlauf der Meisterschaft? Für Sie der zweite Heimsieg? Ja, es ist wichtig, dass wir hier vom eigenen Publikum gewonnen haben, dass wir den Anschluss nicht verlieren an die ersten drei. Wir sind jetzt einen Punkt hinter Salzburg, also schaut von der Tabelle her wieder besser aus. Herbert Weber? Ja, die Realität ist, dass man heute gesehen hat, erstens einmal, dass der GAK klar besser war und zweitens, dass wir heute mit der Qualität, mit der wir heute gespielt haben, nicht vorne mitspielen können. Das hat man heute gesehen. Diese vier Spieler, die wir heute nicht zur Verfügung gehabt haben, die können wir auf Dauer nicht ersetzen. Und wie eng unser Kader ist, das hat man heute wieder gesehen. Es sind Braun und vier verkauft worden. Das soll jetzt keine Ausrede sein, habe aber bis jetzt keinen Spieler dazu bekommen. Ich habe praktisch 15, 16 Spieler. Heute sind mir vier ausgefallen und dementsprechend war auch die Leistung nach den Strapazen im Istanbul-Spiel. So, in der Tabelle ist es klar, der FC Tirol hat sozusagen seine Führung mit der Niederlage von Rapid ausgebaut und behauptet. Hier sehen wir die Tabelle und wir kommen gleich weiter zur Torschützenliste und die sieht folgendermaßen aus. Gilewitz führt jetzt mit 10 Toren, Vorwastic 8, Meierleb 5 und weitere 4 Spieler mit 4.